wird zu Hause dekoriert. Ja, nicht nur zu Hause, auch das Trainingsgelände und... Mein Gott, du feierst dich immer noch dafür. Ja. Den Baum. Nur weil du den Zauber von Weihnachten nicht verstehst. Ja. Das ist Quatsch. Und mit deinen zwei linken Händen nicht dekorieren kannst. Keine Bäume aufstellen kannst, nicht einpacken kannst. Machst du mir das Weihnachtsfest mies, oder? Ich dekoriere. Kannst du dich noch an deinen Platz zum Geburtstag erinnern, wie der dekoriert war? Hast du da Hilfe? Naja, das glaubst du aber. Ja, zwei Luftschlangen kann ich auch hinlegen. Vier. Plus, was war noch alles dabei? Ja, ein Ballon. Ballon. Ja, aufgepustet. War nicht auch noch Kuchen dabei? Den hast du gekauft. Hallo, also... War nett, ja. Ja, ist gut. Aber nein, ist okay. Ich darf nicht feiern. Nein, so, ist okay. Was würdest du nicht mal... Ja, denn das ist ja direkt... Dann kommt die Quittung. Ja, du hast ja noch Geburtstag. Was würdest du nicht mal deinem schlimmsten Gegenspieler schenken? Ein Auswärtsspiel mit Robin Himmelmann. Auf dem Zimmer. Als Fan? Ja, okay. So, ja, dann komm. Ja, ist kein Problem. Was darf an Weihnachten nicht fehlen? Ein Weihnachtsmann. Worauf freust du dich am meisten? Auf die Zeit ohne dich. Weihnachtsmusik kommt von der CD oder wird selbst gesungen? Endlich mal was, was du jetzt nicht irgendwie gegen mich schießen kannst. Lass mich mal überlegen, mir fällt schon was ein. Aber interessiert mich eigentlich, was du jetzt sagst. CD. CD. Weil du nicht singen kannst. Oder was? Hm? Hast du was gesagt? Ja, und worauf freust du dich denn? Musst du jetzt auch mal beantworten. Hab ich doch gesagt. Worauf denn? Auf den Weihnachtsmann? Ja, das ist doch keine Antwort. Dass ich den nicht sehen muss. Ja, das ist ja auch keine Antwort. Finde ich schon. Ja, komm. Wir haben jetzt vorhin auch zwei Stunden nicht gesehen. Das war die schönsten zwei Stunden meines Tages heute. Mein Gott. Ja, ich freue mich am meisten auf vielleicht weiße Weihnachten, gutes Essen, ein toller Baum, vielleicht ein paar Geschenke drunter. Vielleicht kriege ich ja auch eine SMS oder einen Anruf von Robin. Mhm, jetzt bestimmt. Und...